Hey Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Part von Just Cause 4. Wir sind jetzt hier gestrandet nach dem Sturm, den der Professor da verursacht hat. Was ist denn jetzt passiert? Okay. Oh, hier sind Schweinchen. Also, nee, Tapir sind das, oder? Ein Tapir. Ist das ein Tapir und das sind Schweine? Ja, das sind Schweine und das sind Tapir. Läuft. Ja. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss jetzt da hinten hin. Ich habe jetzt keine Möglichkeiten mehr, irgendwas zu machen. El Abismo? Folge einfach dem Weg. Na gut, dann folge ich jetzt einfach dem Weg. Würde mir ein bisschen etwas umgucken. Aber das hier müsste ich richtig schön sein. Aus. Sieht wirklich schön aus hier. Ich habe noch nie so etwas wie Iyapa gesehen. Mira könnte recht haben. Könnte? Mira, ich bin in El Abismo. Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt, aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Na, wie komme ich? Ah, da muss ich rein. Ja, da war nicht zufällig. Ich muss zurück ins Studio. Krass, was sie alles hier gebaut haben, Mensch. Scheiße. Was ist passiert? Alles in Ordnung? Ja, mir knapp. Geht's gut. So, ich hab wohl eure... Oh, okay. Ich hab wohl eure Brücke zerstört, tut mir leid. Ein Heli der schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Schwarze Hand kommt mir irgendwie bekannt vor von, ich weiß nicht, irgendwelche Serie war das. Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Haben sich ja alle versteckt schon. So, jetzt sind wir da. Siehst schlimm aus. Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Ich glaube, ich schaffe Projekt Iyapa nicht alleine. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Was tun wir wegen Iyapa? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt Iyapa-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden! Gabriella!
Lass ihn gehen, Cousine. Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Mira! Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt IAPA. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Kaskios Vassios. Vor Jahren hat die Schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Louis, richtig? Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die Schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. So. Hoffentlich funktioniert das. Müssen wir mit dem Wingsuit da hinten hin? Und eben machen wir Wingsuit. Perfekt. Okay. Nice. Hey Rico, ich bin's, Luis. Ich meine Sargento. Mira und ich treffen dich in Kaskios Vassios. Ich liebe dieses Spiel. Das wirklich. Ist die Fabrik? Sargento und Easy haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können dir helfen, den Laden zum Laufen zu bringen. Wer ist Izzy? Hallo, ich bin die Hackerin. Hallo. Spiel, was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Du hast eine AR-Linse? Oh. Einen kleinen Computer im Auge? Sowas in der Art. Los, fangen wir an. Okay, Sargento. Dann lass mal hören. Alles klar. Deine Mission sieht wie folgt aus. Die Fabrik braucht Strom, aber die Türen zum Schaltraum werden durch Notgeneratoren verschlossen gehalten. Die Mission übernehme ich gern, Sargento. Deine AR-Linse zeigt dir, wo du suchen musst. Okay. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gabriella weitere Truppen der Schwarzen Hand schickt, um uns aufzuhalten. Wir brauchen dringend Waffen für diese Leute. Muss erstmal einen Eingang finden. Gehen wir nach oben, würde ich sagen. Ach ja, was ich vorhin genau eben sagen wollte, ist, es kann sein, dass ich, morgen kommt ein Grafikreibe-Update wahrscheinlich für Just Cause 4 von Nvidia. Bisher kam noch keins, also kein Spiel-Update sozusagen. Das heißt, die Qualität wird wahrscheinlich ab morgen besser werden. Also ich hoffe. Damit es auch besser läuft. Weil ich habe gesehen, in so manchen Stellen sieht das Spiel nicht so ganz so gut aus. Ich denke mal, es liegt an den Treibern. Warte mal, wo muss ich denn am besten hin? Ich muss da rüber. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Huh.
einen Eingang finden. Generatorgebäude 2. Nein, da gibt es keinen Eingang hier. Ich muss was überprüfen. Das muss ich überprüfen. Okay. Es gibt keinen Gegner. Ich bin kein Gegner. Ich bin freundlich. So, wo kommen wir denn am besten rein? Gehen wir da hinten erstmal hin zu dem Gebäude. Hier ist kein Eingang. Warte mal. Na, ich dachte, ich kann vielleicht das Gitter rausreißen. Da ist eine Waffenkiste, die gönnen wir uns mal. Scheint keine Feinde. Ja, die nehmen wir uns mit. Ah ja, das ist die mit den Zielen, die ist geil. Die macht Spaß. Jetzt gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Treibstofffässer. Ja, so ist das doch ganz easy. Ja, das mache ich aber nicht jetzt. Erstmal mache ich die Generatoren. Der Generator ist gut abgeschirmt. Kannst du ihn abschalten? Ich glaube, ich bekomme die Abschirmung mit meinem Enterhaken runter. Und jetzt jage ich ihm was in die Innereien. Ein gut, Generator ist erledigt. Ja, dann noch zwei. Du weißt, wo du zu suchen hast. Nice. Oh, das macht Spaß. Das hat funktioniert. Das macht richtig Spaß, Mensch. So, aber wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Gehen wir mal zu Generatorgebäude 2. Eingang, der ist hier vorne wahrscheinlich wieder. Bisschen verbuggt, glaube ich, noch. Okay, dann haben wir die einfach Dinger raus. So, so. Verdammt! Verdammt! Zwei erledigt, noch einer übrig. Ich höre den Funkverkehr der Schwarzen Hand ab. Sie sind unterwegs. Mach schneller, Hardware! Gut, aber was ist los? Es gibt keinen Gegner, Madame. Was war das? Oh,
Komm schon. Dankeschön. Da ist der letzte Generator. Ey, das wollte ich doch gar nicht. So. Und jetzt gönnen wir uns. Die Generatoren sind alle ausgeschaltet. So. Und die Türen haben sich soeben geöffnet. Es sind Helis und Bodentruppen hierher unterwegs, Rico. Das ist wohl richtig. Bring den Laden besser zum Laufen, sonst müssen wir mit Stöcken und Steinen kämpfen. Oh, der ist unten. Ja. Ich gehe rein. Finde die Sicherungen und leg sie um. Ja, mache ich. Da brauche ich meinen Enterhaken. Bringt aber nicht so viel, ne? Wie soll ich das am besten machen jetzt hier? Da ist die andere. Zur Stromversorgung Sicherung hochziehen. Das ist glaube ich nicht das, was ich machen soll. Ich check das gerade nicht richtig. Mach mich auf den Rückweg. Warte mal. Einsetzen? Achso. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was ich hier tun soll. Bringe am Griff eine Verbindung an, um ihn mit dem Zugmotor nach oben. Ach so, okay. Das war nicht so geplant, glaube ich. Ich muss hier und dann so. Genau. Ich bin ein Brain. Mann. Um einfach, wenn man so kompliziert machen kann, ne? Die Sicherungen sind aktiv. Und die schwarze Hand ist fast hier. Aktivier einfach die Hauptüberbrückung. Okay. Mira, wir sind im Geschäft. Rufen wir alle zusammen. Sag, wenn's losgehen soll. Auf los geht's los, ja? Jetzt gucken wir uns mal die Karte an. Warte mal. Die Front wird durch diese Linien auf der Karte dargestellt. Hier hält die Armee des Chaos die schwarze Hand auf, okay? Dieses Symbol steht für einen eingesetzten Trupp. Sichere Region, in dem du Trupps einsetzt oder sie vorrücken lässt. Wähle die Region Wachikuni. Wie groß ist diese Map? Das wollte ich doch gar nicht. Wie groß ist diese Map bitte? Ach Gott, die ist ja riesig. So, ja. Front aktiviert, ja. So. Karte schließen. Los jetzt! Machen wir sie fertig! Rico, du solltest wieder rausgehen. Ja, mach ich. Achso, sie gehen zu uns, oder? Ja, wir gehen zu uns. Die Waffen kamen zur rechten Zeit. Die schwarze Hand macht sich auf der anderen Flussseite bereit. Wir werden es ohne zusätzliche Kämpfer aber nicht schaffen. Irgendeine Idee? Wir wurden zu Soldaten seit deiner Aktion in den Slums. Stifte noch mehr Chaos, dann werden noch mehr kommen. Eine ganze Armee des Chaos. Chaos kann ich sehr gut. Das wolltest du also von Anfang an? Oscar Espinosa gehört diese Insel. Wenn die Leute hier kämpfen, verlieren sie ihre Jobs und ihr Zuhause. Und außerdem haben sie kaum eine Chance gegen die schwarze Hand. Wir haben dasselbe Ziel, Rico. Du hilfst den Leuten gegen die schwarze Hand und wir helfen dir mit Oscar Espinosa. Okay, Mira. Ich bin einverstanden. Was nun? Ich habe eine Idee, Rico.
Ich schicke dir auf der AR-Linse mehr Informationen. Okay. Ich will auch so eine AR-Linse haben, also in Real Life. Eine ganze Armee des Chaos. Richtig. Armee des Chaos. Chaos kann ich gut. Chaosleiste. Um die Front nach vorne zu verschieben, brauchst du neue Trupps für deine Armee. Um Leute dazu zu bewegen, sich dir anzuschließen, musst du Infrastruktur und Fahrzeuge der schwarzen Hand zerstören. Dadurch entsteht Chaos. Du wirst benachrichtigt, wenn du genug Chaos hast, um Leute für einen neuen Trupp zu rekrutieren. Okay. Rico, ich bin's, Luis, El Sargento. Hör zu, ich habe ein paar meiner Leute zusammengerufen und wir haben eine Überraschung für dich. Hier, ich schicke dir meine Koordinaten. Gut, wo müssen wir jetzt hin? Ah, warte mal, hau rein, ich verpiss mich mal ganz kurz. Ich muss den Überblick bekommen hier. Weil jetzt machen wir noch ein paar Türme hier kaputt. So, gehen wir uns mal das nach da, das nach da, das nach da. Ja, komm, 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 komm. Genau. So. Wäre noch irgendwie was, was wir zerstören können? Nee, eigentlich nicht. Oder? Doch, da haben wir was. Wo soll ich jetzt hin eigentlich? Das hier. Gehört zu uns, oder was? Ja, es gehört anscheinend zu uns. So. Da müssen wir hin. Was ist mit Starten wir mal die Mission hinter den Linien. Liegen ein paar tote Menschen. Habe ich mal so gesehen, auf jeden Fall. Belade den Truck. Wir verschwinden in 60 Sekunden. Hast du den Überfall geplant? Ja. Das meiste von dem Zeug hier ist schwarze Hand Standardmunition. Aber ich habe noch die hier gefunden. Wir wollten aber nichts riskieren. Wir haben noch mehr davon im Truck. Guter Fund, Sargento. Die könnten nützlich sein. Hat jemand einen Schraubenzieher? Willst du das an deinen Haken machen? Geiler Scheiß. Du musst lernen, mit dem zu arbeiten, was du findest. Und was hast du damit vor? Wie geil, Mann! Die schwarze Hand kommt, Sargento! Scheiße. Hör zu, ich fahr den Truck. In der Nähe wartet ein Hubschrauber auf uns. Ich pass auf, dass du da heil ankommst. Vielen Dank, Kumpel. Lasst uns abhauen! So. Leute, sie kommen! Dann mal los! Dann mal los!
Diese Sache mit den Ballons ist ziemlich cool, oder? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Wo hast du denn gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten? In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Ja. Oh ja, genau eine. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Warte mal, eins. Warte mal, danke mit die Leistung. Enterhaken-Menü. Modsbar. Ah ne, warte mal, hier. Und dann, du kannst verschiedene Konfigurationen festlegen, die sich unabhängig voneinander bearbeiten lassen. Derzeit hast du Konfiguration A gewählt. Wechsel zu Konfiguration B. Und dann, das ist der Konfigurationsbildschirm. Spalten bestimmen, was du mit den Tasten des Controllers auslöst. Okay, ich spiele auch nicht mit Controller. Also ich kann mit Controller spielen, aber ich weiß nicht, wie das ist. Füge der Automatikspalte eine Lufthebel bei mittlerer Hebelkraft hinzu. Lufttrigger wird automatisch eingesetzt, sobald beide Enden der Verbindung platziert werden. Ja. Also. Mittel. Okay. Du vergisst das Teil deiner Konfiguration, okay. Okay. Eins. Nein, eins. So. Eindringling auf dem Gelände. Dann so und so. Ziel angreifen. Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach ihm offen. Super. Siehst du, genau das meine ich. Solche Sachen. Null. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Nee, das will ich doch gar nicht. Ich will das und dann jetzt auf Luftheber und dann möchte ich so, so und so. Und zurück. Genau. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Ich wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Scheiße! Schon wieder? Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballondinger auch mal mit den Mistkerlen der schwarzen Hand aus. Ja, fahr! Wie dem auch sei. Ich habe im Leben gelernt zu improvisieren. Und? Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden. Da kennt man so manches. Oh gut. Ja, lass mich. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Finde du das, was für dich funktioniert. Okay. Schätze ich. Fürs Erste reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Keine Munition mehr. Henrico? Gut. Tukan? Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo. Das haben wir doch geklärt. Okay, okay. Wir warten dann. Ende. Ja! Genau. Es läuft ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Oh. Hörst du das? Ich glaube, der Laster hat ein paar Probleme. Das war ja nicht geplant. Er wird viel beschossen. Wird sowas von Fehlschlag. Nein, das will ich doch gar nicht. Komm runter. Ich glaube, ich spiele echt gleich mit dem Controller.
Das macht mehr Sinn. Was ist das denn jetzt? Gib mir Deckung! Oh verdammt, was ist das? Schau dir das nur alles an. Das ist doch verrückt, oder? Das ist ein bisschen krass, was hier abgeht. Fast geschafft, Rico. Wie sieht es aus? Wenn du die Kinderkrankheiten noch abstellst, könntest du ein echter Operationschef für die Armee werden. Aber ich will, naja, ab in die Scheiße. Ab so in die wie Höhe, du. Mein Lieber. Weißt du was? Wir stecken gerade mitten in der Scheiße. Ja, das stimmt wohl. Wir fliegen. Der Laster ist ziemlich mitgenommen, Rico. Da schaffe ich nicht die Mission. Die Mission schaffe ich nicht. Ja, ich schaffe die Mission nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ja, ich habe keine Munition mehr. Ja, was soll ich denn machen? Ja, komm! Lass das jetzt eh kaputt. Stress. Oh, Mesa, okay. Kein weiter. Wir sind da, aber der Transporter ist noch nicht hier. Wir müssen sie aufhalten, bis der Hubschrauber da ist. Durchladen und entsichern, Leute. Die schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben. Ach, echt? Zeit, was in die Luft zu jagen. Was war das? Steh unter Feuer! Schnell! Unter in Deckung! Ihr macht das super, Leute! Lasst sie nicht durch! Verdammt. Ja, das war's. Das war's! Es tut mir leid, aber das war echt schlecht von mir. Ich versuch's mal mit Controller, Leute. Wo ist denn der Controller? Da ist denn der Controller. Ich guck mal, wie es mit dem Controller ist. Das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen einfacher. Eventuell. So. Ha.
Just Cause ist, glaube ich, so ein Spiel, was man nicht ungefähr mit Maus und Tastatur spielen sollte. Okay. Ups, das war keine Absicht. Okay. Damit mache ich das. So zum Beispiel. Und so. Kann man das auch überspringen? Ja, kann man. Gut. Ich hoffe, ich mache das jetzt mal besser. Leute, sie kommen! Dann mal los! Das war nicht der Plan. Dann mal los! Diese Sache mit den Ballons ist ziemlich cool, oder? Naja. Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Ja, wo hast du denn ja gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten? In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Oh ja, genau eine. Super! Siehst du, genau das meine ich. Solche Sachen. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Okay. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Scheiße! Warum soll ich das so öffnen? Was soll denn da? Ja, und jetzt? Öffne das Entschlagungsmenü, ja. Achso, okay. Ja. Ja. Ja, das weiß ich doch halt schon. Weiß ich doch alles schon. Ja, schön. Schon wieder? Aber ich will das nicht. Ich will das gar nicht so, wie der das will. Ich will das anders. Ich will. Hoch. So. Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballon-Dinger auch mal mit den Mistkerlen der schwarzen Hand aus. Wie dem auch sei, ich habe im Leben gelernt zu improvisieren. Und? Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden, da kennt man so manches. Das glaube ich gerne. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Finde du das, was für dich funktioniert. Wirklich die Waffe. Okay. Schätze ich. Fürs Erste Waffe. Reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Kriegst du das hin, Rico? Oh, okay. Gut. Tukan? Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo. Das haben wir doch geklärt. Ja, was ist los? Ja, jetzt habe ich keine Waffen mehr, ne? Funktioniert. Dann können wir der Steuerung überhaupt nicht vertraut. Rico, du weißt, was zu tun ist. Los, schaff den Scheiß aus dem Weg. Also, falls man das merkt. Bin einfach null vertraut mit allen. So. Okay, okay, wir warten dann. Ende. So. Ja, fährst du oder was machst du jetzt? Digga, warum willst du jetzt darüber? Das ist ein Scheißproblem. Es läuft ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt.
Null. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Das ist richtig. Von wo er halt noch auf mich schießt, ne? Also ich keine Ahnung, ich kann das nicht so gut. Ich bin eher so der Maustyp, ich weiß es nicht. Oder ich muss es nachher noch umstellen, ich weiß es nicht. Ich muss mich damit irgendwie auseinanderfixen, ich weiß nicht. Ups. Krankheiten noch abstellst, könntest du ein echter Operationschef für die Armee werden. Aber ich will, naja, ab in die Scheiße. So wie du. Weißt du was? Wir stecken gerade mitten in der Scheiße. Das ist richtig. Ja. Ja, das stimmt wohl. Schau dir das nur alles an. Das ist doch verrückt, oder? Auf und davon. Bisher läuft's besser. Das war gut. Das war eindeutig. Wir sind da, aber der Transporter ist noch nicht hier. So. Machen wir trotzdem Waffen. Wir müssen sie aufhalten, bis der Hubschrauber da ist. Durchladen und entsichern, Leute. Die schwarze Hand will ihre Vorräte zurückhaben. Die nehme ich jetzt. Was ist das für eine Waffe? Was zur Hölle? Oh, die ist sexy. Aber die ist nichts für mich gerade. Oh, das war dumm. Die andere Waffe ist leer, oder was? Was soll ich mit der Waffe? Lull. Ich brauche andere Waffen. Ich brauche andere Waffen. Sowas zum Beispiel. Ja, sowas zum Beispiel. Ich muss mir ganz kurz weg. Wo sind die denn? Ach du, da, warte mal. Ja, wer schießt denn hier? Der Heli ist fast da. Ich denke, das war's für die schwarze Hand. Der Juggernaut, ich glaub's nicht. Kommst du jetzt alleine klar? Ja, sicher. Und Rico, ich hab dich gehört. Ich werde hinter den Linien arbeiten, damit... In einer Armee hält man zusammen. Ach, ja. Meinst du, ich könnte dich dazu überreden, bei der Ausbildung der Rekruten zu helfen? Wenn sie dich zu sehen bekommen, stärkt das sicher die Moral. Klar. Bis dann, Sargento. So, Hilfe Sargento bei der Ausbildung der Armee. Gut, das hat echt lange gedauert, jetzt gerade die Folge. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut, Leute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part, ja? Haut rein, Leute. Ciao, ciao.